So, heute geht es um Rechentricks oder Rechengesetze. Denn wenn wir uns mal Aufgabe 1 anschauen, dann hat eigentlich keiner so richtig Lust, 128 und 87 zusammenzurechnen. Denn uns fällt sofort auf, dass 87 plus 13 viel, viel schöner zu rechnen ist, da es genau 100 ergibt. Also ist der Rechentrick, dass wir die Zahlen tauschen dürfen. Das bedeutet das Kommutativgesetz. Und dann heißt die neue Aufgabe nämlich nur noch 87 plus 13 und dann plus 128. Da dürfen wir auch Klammern setzen und dürfen also zuerst rechnen, da wir nur plus in der Aufgabe haben. Und dann haben wir 100 und 128. Und das sind 228 und fertig sind wir. Bei Aufgabe 2 sehen wir, es steht nur mal da und wir dürfen den gleichen Trick anwenden wie oben, denn wir sehen, 25 mal 4 wäre ja viel, viel schöner zu rechnen als erst 25 mal 17. Also dürfen wir wieder diese beiden Zahlen vertauschen. Das ist wieder das Kommutativgesetz. Und dann steht als neue Aufgabe da 25 mal 4 mal 4 mal 17. Und wir dürfen auch Klammern setzen. Das bedeutet das Assoziativgesetz. Und dann steht da 100 mal 17. Und das sind 100 und 1700. Viel, viel einfacher zu rechnen durch diesen kleinen Rechentrick. Jetzt gibt es noch den Rechentrick des Distributivgesetzes. Das nennen wir auch hier ausmultiplizieren. Ausmultiplizieren. Denn was dürfen wir machen? Wir dürfen diese 4 hier, die vor der Klammer steht, und hier steht immer ein Mal dann auch vor der Klammer, dürfen wir mit 2,5 multiplizieren und mit 1,1 einzeln multiplizieren. Dann wird die Aufgabe auch wieder viel leichter, sodass dann als neue Aufgabe da steht 4 mal 25, also 4 mal 2,5 plus 4 mal 1,1. Und das ist schon wieder viel leichter zu rechnen, denn das sind ja gerade 10 plus 4,4, also 14,4. Was durften wir machen? Die 4 stand vor der Klammer. Also dürfen wir die 4 mit jedem in der Klammer einzeln multiplizieren. Das ist das Distributivgesetz oder man nennt es auch Ausmultiplizieren. Und das letzte Rechengesetz gehört auch zum Distributivgesetz, aber man nennt es das Ausklammern. Das liegt daran, dass die 2,3 hier vorne einmal auftaucht und hier einmal auftaucht. Und deswegen dürfen wir die 2,3 jetzt, genau wie bei dem Gesetz darüber, bloß eben andersherum, vor die Klammer schreiben mit mal. Und in der Klammer bleibt jetzt das übrig, was hier auch schon stand. Also bleibt in der Klammer jetzt nur noch 7 plus 3 stehen. Und damit sieht man, das wird auch wieder viel leichter. Denn jetzt können wir in der Klammer einfach 7 plus 3 rechnen und das Ergebnis ist dann 2,3 mal 10, also nichts anderes als 23. Genau, das war auch das Distributivgesetz, aber in der anderen Richtung mit dem Ausklammern oder entsprechend ausmultiplizieren. Gut.
Das waren die Rechentricks oder Rechengesetze.